Ja, mein Wunsch ist auch, dass der Herr das Wort sehen wird und hat was reich arbeiten und reich farmen, tun, was wir uns fehlen wird. Und da kann reich ankommen. Wir werden noch nicht für einen Post oder Kreis noch mal im Ritt haben, aber ich glaube, Gott wird sich damit haben, dass was wir uns tun ankommen, was wir brauchen wollen. Ich habe ein bisschen neue Tag über die persönliche Verantwortung, die wir haben. Wo gehe ich damit an? Mit der Sache, wo ich selbst dran sehe. Und ich dachte ein bisschen neu über das Ganze. Ich las ein bisschen von einem Jungen, einem Jugendlichen. Hat mir was getan, hat gehandelt, was nicht gut wäre. Und ich glaube, gerade da unten kommen wir auch zu stehen. Und das trifft da eigentlich von denen, dass die menschliche Natur, der ist einfach so gesonnen, immer das Handeln von einem eierrechten Handeln immer auf den Nächsten zu schieben. Ich glaube, das ist wie gewarnt wirken, das ist uns bekannt. Immer war er, wenn einer eine Entscheidung getroffen hat, was nicht reich wird, immer den Finger auf den Ohren zu wiesen, konnte er nicht schuld sein an dort, was er getan hat. Und es ist ein Junge, der hat mehrere Klassenkameraden, was er heute hat er all das geschoten. Er hat erlebt eine satanische Anbetung, also er war nicht ein Gläubiger. Und über Dach auf dem Ein, so ein Mensch, der schifft auch von sich. Und das zeigt dir, aus einem Schrieb, du von ihm geschrieben hast, dann sagt von ihm so, Satan trieb ihn dazu. Also die Menschen haben von ihm geschrieben, Satan greift am Hotel. Und woran will es wir verwickelt an dieser Anbetung? Und wie kann ein Mensch Satan beschuldigen für sein Handeln, als ein Mensch nicht selbst verantwortlich für das, was er tut? Ich glaube, jeder Mensch im Leben ist verantwortlich für die Sachen, was er tut. Das ist, was die Bibel uns sagt. Und da brauchen wir nicht rumsehen, kann ich den Ohren Schuld geben oder kann ich nicht. Und das sagt in 4. Korinther Kapitel 4, Vers 10, das sagt uns dort ganz klar. Wie Matten alle für Christus in den rechten Stuhl kommen, dort ein jeder, seinen Lönchrich, für was er in diesem Leben getan hat, auf Götter schleicht. Also, ich war nicht, wenn es Janen zu verkommen. Oder will es Janen mir beredet haben? Will ich eine Entscheidung getroffen haben, wo ich zu verstehen? Auf Geld oder Schleich? Das sagen heißt, das Wort hier, wie Matten zu verkommen. Und dann habe ich eine Verantwortung für dort, wo wir uns entscheiden können. Wenn wir uns entscheiden, für eine schlechte Handeln, wenn uns die Rätsel wird, dann war ich dafür. Für den Trönstunden, für Gott schon, und war mir dafür verantworten. Und wenn ich mir entscheidende, was Geld zu tun, war mir dafür Rätsel wird, war ich dafür schon. Also die Bibel sagt uns dort klar, für das Handeln, was wir tun, wo wir uns verantworten müssen. Und ich will einen Text lesen, das geht eigentlich in 2. Petrus, mit 1. Petrus Kapitel 4, Vers 12, der ich nehmen kann, werde ich lesen und du örtliche Gedanken betrachten, was dort geschrieben wird. Und ich will immer wieder daran denken, dass das meine eigene Entscheidung, meine persönliche Entscheidung, wo ich treffen muss, oder treffen darf, wann du was passieren wird. Zeigt dir in Vers 12 in 1. Petrus Kapitel 4, liebe Freunde, wann die Versetzungen durch die Gegonen Matten ob vier heute waren, du wehen seid, seid dort nicht so an, als wann jünd, was bitter geweinen wird, passiert. Da das bloß am jüngen Glauben ab der Prüfung stahlen. Ich sage es so, Wort Gottes, wann unsere Versetzungen, die an uns nahe kommen, durch waren vier heute waren, habt ihr mal belebt, dass die vier heute waren? Ich
glaube wirklich nicht. Wir können dort nicht mit reich sein, dort die Versicherungen wirklich sind für heute geworden. Und wovon eine Versicherung geht das hier? Das geht an den Glauben und den Herrn Jesus Christus. Habe ich mal, muss leiden werden dort. Vielleicht ist einer oder andere, der haben müssen, was leiden. Aber wirklich steht, darauf angekommen ist es nicht, dass es so heute wird. Vielleicht ist einer der anderen von Haft gescheit worden. Oder in Haft verboten worden. Oder die durch nicht mehr von reden. Von den Jesus werden nicht mehr hören, erhören. Das können alle möglich sein. Aber er sagt hier, Petrus schreibt hier, liebe Freunde, wann die waren für heute waren. Und diese Versicherung, die durchgekommen. Was sagt er dann? Und wann denn was bitter geweint passiert? Am Wort Jesus. Am uns glauben. Auf die Prüfen. So eine, wer meint das wirklich? Wollt das wirklich euch meinen? Mit dort, wo ich habe, mir bekannt. Das ist in Jesus, wo ich mir bekannt bin. In 2. Timotheus 3, Vers 12 sagt uns Paulus, du, er schreibt du, in 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 12, sagt er, all die, die den vollsten Willen haben, aus Christen fromm zu leben, was für die geschrieben, die sind frei, ne? Sagt er hier nicht. Er sagt, das sagt hier, die Matten mit Verfallung regnen. Wir können auf einen glaubenden Mensch dort denken, wenn er mich betieren will, oder er betiert sich dann frei, er ist frei von der Sinn. Gott hat mich frei gemacht. Aber dann ist man fängt das heute Leben an eigentlich. Dann sagt er hier, dann kommen wir in eine Verfallung nehmen. Wann wir wählen, aus ein frommer Mensch doch schon. Wer von uns will aus fromm gesprochen sein? Er weitert, der Tiet fährt her, aus nach Dinjavir, dann wird das Wort fromm in Anmakeliert Wort. Keiner will aus fromm gesprochen sein, dort ist der Frommer. Und hier sagt aber das Wort, Paulus schreibt hier, wer diesen falschen Willen noch mal hat, also er hat sich entschieden, ich will ein frommes Leben führen. Du sagst das für den Mensch, dein Mathe mit regnen, den wird verfolgt worden. Das können unsere eine Menschen sein. Da können die eine Brüder sein, die eine Schwester. Da können die troubeln. Dass du so echt bist. Dass du nicht mit eins Wort mit gehst. Wer ist das für eine Jungschar oder eine Jugend? Er wollte das von ihr schon mal das große Leben. Wenn du eine Person, ein Jugendlicher nicht schmieden will, er hat nicht Bayer trinken will, wie das für einer? Wie ein Frommer. Also die Post nicht mag. Dann wird er veracht. Dann wird er ausgesprochen. Ich glaube, je weiter, von was ich rede, nicht? Hier sagt uns das Wort, wer das sich entschieden hat, ich will ein frommes Leben führen. Der kann damit rechnen, das kann heute werden. Der wird viel begehen. Und du wen sagt das hier? Das ist bloß an den Glauben auf der Prüfe. Wo ist das wirklich zu meinen? Er ist beste aus einem Nomen Christ, du, fragt das hier. In 1. Petrus 1, Vers 6 und 7, da sagt dann dort auch, du wen sind die Frau, wenn die hier auch noch ein Stückchen durch Lieden geworden hatten. Diese Prüfen kommen über Jünd, am zu säunen, wo echt in Stolz den Glauben ist. So aus Gold, der ich dem viel gescheit wird, dort herangehen, in zu säunen, wo echt das ist, dann sagt er hier, den Glauben ist, wie Gott viel mehr wird aus Gold. So wird den Glauben, wenn der Prüfe besteht, Jünd viel Herrlichkeit geben, und die waren geirrt und gelobt worden, wann Jesus Christus kommen wird. Habe ich immer nur gedacht, wann wir in eine Zeit kommen, wo Menschen uns verachten, belachen, verspotten können. Und was geht das wirklich? Habe ich den Gedanken dann, dass böse Menschen sollten wir betieren, nicht?
Maar aan wat denken we dan? Dat heeft men de Bijbel te erklären. Dat dat niet maakt. Maar hier zegt ons dat woord. God laat dat toe. Om te zijn. Wie ik. Uit dat werkelijk meende. Wie ik mijn geloven is. God wil allemaal uitvinden. Maar niet dat werkelijk dat ik allemaal vallen wil. Dat is een beetje gehechel met mij. En de wens komen verschillende Versetjungen an den gläubigen Menschen an, einmal zu seinen haftet ein Ziel, wo er hingehen will. Oder kräuselte bis auf den Dohl. Wir wollen wieder lesen, Kapitel 4, Vers 13 sagt er, Frätchen, Läuber, willst du seine Versetjungen, wo die Christus deine Lebenspartner. Und dann wollt ihr nachher auch die Freude haben und seine Herrlichkeit teilnehmen, da ich dann verdacht habe, wann Jesus kommen wird. Ich sage, das ist ein Mensch, der traurig. Der kann mich bloß nicht leiden. Er muss sie echt da. Mir wird sie die Schuhe, mit mir wird keiner nicht reden. Was habe ich alles abnehmen? Und der Petrus sagt hier, freut den Leiber, wann die Menschen den zu denen. Seid höchstens froh, seid glücklich. Er sagt hier, an dieser Sache, wenn wir das beleben, das annehmen können, dann wollen wir Jesus Christus in den Lebenspartner. Also wir können Kreuz den Weiß in den Fettspur noch. Wenn wir lesen von der Apostel aus der Gemeinde Anfang, der war richtig verfolgt. Vielleicht haben sie auch gedacht, Jesus ist gekommen, ans Frieden zu machen. Aber Kreuz dann fängt das Leben nicht mehr verschiedene Städte schon an. Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 41, das sagt uns dort. Das geht hier an, sie haben das Apostel festgenommen, und dann wieder einer von den Fürsten, der Jäuf und der Rot, dass wir besser sind, wenn sie die Freileuten einmal antreten, was jäfft von dort überhaupt. Dann sagt es hier in Vers 41, dann verleuten der Apostel in Rot und freuen sich, dort sei wären wird geacht worden, vor Jesus sind Nomen schon zu leiden. Dofer ist der falsch, dort sie ihren Hand geprielt und haben ihren verboten, von Jesus zu vertellen. Das geht hier eigentlich ist ein Teil am dort leben, wo wir bekannt werden, wo wir Jesus verkündigen werden. Und hier sagt uns das Wort, das Apostel, was erntet, wie gesagt worden, nicht heilgonen, aber nicht mehr. Was sagen sie? Sie freuen sich, dass sie werden wird geacht worden, schon zu leiden vor Jesus, sie nommen. Haben wir uns mal die Frage gestellt, wenn naja, haben wir das letzte Mal schon geleden vor dem Namen Jesus. Ich habe uns das nicht mehr denken. Ich glaube, ich persönlich mag Ferken zu stehen, da ich Ferken zu stellen sie von diesem Nomen, aber das Mensch nicht will, schon leiden. Wir mochten dort nicht. Aber dieser Apostel sagen hier, wir freuen uns, dass wir sind wird geacht. Das ist schon drin. Ich glaube, du magst auch hören. Wie das sagt in Vers 14, Kapitel 4, 1. Petrus, wenn sie da wären, aber jünd schellen, dort die Christen sind, dann ist für jünd ein Sehen. Das ist für jünd ein Sehen, sagt er hier. Willst dort meint, dort Gott sie gäst, üte Herrlichkeit, aber jünd rüht. Ich glaube, vielleicht möchte ich das gar nicht haben, dass die Menschen eben schellen sind, dass wir Christen sind, dass wir immer beten, dass wir lesen, die Bibel lesen, dass wir sehr frei wollen das Wort wieder sein, die Menschen davon anreden, wenn man ans Innet wandelt, die Menschen wissen, was ich sehe. Und er sagt, hey, dort ist ein Sehen für ihn. Kapitel 3, Vers 14, sagt er, und wenn die auch am Gerechtigkeitshaufen wurden leiden müssen, die sind gesehend. Fürcht ihn nicht, weil er dreben und lot ihn nicht ängsten. Gott sagt in seinem Wort, die gläubigen Menschen, die sind gesegnet,
Die Brücken sind nicht Ängsten, wann irgendjemand den verachten wird. Sie sollen sich recht freuen. Aber ich glaube, wir haben Verkommens zu inklinen Glauben und das wirklich annehmen. Ich sage wieder ein Verschwäftchen, aber sollte nur dort keiner von den Wort Martin Lieden aus einem Mörder oder Stehler oder aus einer, der Trouble merkt und sich manch Sachen mengt, der am nicht jammern. Hier hat er einfach eine Warning an Laien und hat er hier zwei Sieden einfach das ganze Ein hier betrachten und rührt sein. Einmal sind wir uns freien, wenn die Menschen uns verschleicht stampeln, wehen, dass wir Christen sind, und sollen wir uns freien. Aber er sagt hier, wir sollen nur noch tätigen, dort China wird mit den Lieden wehen, dass wir uns schlecht benommen haben. Oder wird schlecht getan haben. Ich glaube, das ist mir reich, die Bibel sagt dort, dort ein Mörder, der hat sich dort verdient. Wann sie haben sie behandeln als einen Mörder, der am Anstoppen sie wieder. Und dafür soll man sich nicht freuen. Und er sagt hier, er ist ein Stehler, er ist einer, der Trouble merkt. Oder sie mag machen, Sachen mengen, die am nicht schämmeln. Wir merken, wenn wir in der unglaublichen Welt entdecken, Menschen, die merken Troubles, die mengen sie über Sachen, die wir nicht schämmeln. Vielleicht hast du ein paar Personen da, und hier hat der andere was von, dann möchte ich auch halten. Und wir dürfen das nicht. Die Bibel sagt hier, wir sollen nur tätigen. Und wenn wir über uns haben, der Mann gemeint, wir haben Trouble ungerecht, wir haben Mord begonnen, oder wir haben gestohlen, dann sagt das hier, dann machen wir das verlieben. Und hier verspreitet er uns gar nicht ein Sehen. Ob das. Glasser 2, in Kapitel 2, Vers 20 und 21 und 23. Kapitel 2, 1. Petrus sagt dort, 21, und das, was Gott den beräuben hat, will Christus auch vor den Leuten haben und den Leuten ein Vorbild geloten, dort die an seine Fettsporen gehen sollen. Und dann Vers 23 sagt dort, heu soll niemals drehen, wann sei arm schollen. Heu dreht nicht recht zu eben, wann er leiden muss. Er läuft Gott an den Hund, der der Reich rechten wird. Ich sage wir einfach, Christus will haben, dass wir seine Fettspuren nur gönnen. Er sagt hier, wir sind dort beräumt, wann wir leiden müssen. Und wir sagen dadurch, das ist eigentlich erst ein Geschenk. Wir haben das für ein Geschenk annehmen, weil wir wollen mit so den Lieden gönnen, dass Menschen uns troublen, uns verachten, und ja, für was ich spreche, was aber nicht so ist. Ich sage uns dort, dort ist es dort. Und dann, das nächste, ich werde auch sehen, dass das ein Geschenk ist. Ich sage dir einfach, sagst du in 1. Petrus 2, wer du wehen lieben mag, willst heu Christ es. Brücke sich nicht schämen. Dank Gott dafür, dass die Christen sind. Petrus merkt uns vermeut, wann eins wer von uns leiden mag, wen hei Christ ist, wen hei Jesus nur fallen wird, ganz euch, ihr braucht sich nicht schämen. Und wir fürchten, schämt der Mensch sich dort am verfolgt wird. Aber wir sagen dort in Philipper Kapitel 1, dort ein Geschenk ist von Gott. Und ich glaube, wir möchten das annehmen als ein Geschenk. In Philipper 1, Vers 20, besagt uns eine, sagt Paulus ans Wort, er sagt dort, ich hob in Rätin ab Ernst damit, dort ich ab Teuren wacht zu schauen war. Ganz klar und offen, und zu aller Zeit soll Christus in meinem Körper verherrlicht worden. Ganz gleich auf der ich leben oder sterben. Er sagt hier, Paulus sagt hier, Kreitendend,
Ich war nicht schon wollen. Er sagt hier ganz klar und oben: Aus Leben erstorben soll Gott verherrlicht werden, der ich dort, wo ich war, tun. Dort ist Paulus ganz klar und dort macht wir auch dahin kommen. Verschneend finde ich, sage uns dort: Gint es dort am Christus dient holen, dir schanken, nicht mehr und am die Läufen, aber auch für am die Leiden. Das ist ein Geschenk. Dort ist reich, wenn wir leiden denn. Dann sagen wir, Christus dein Lebenspartner. Also wir gehen am Heron. Gott merkt dort, du wirst von, wann wir durch deine Lieden durchgehen und machen. Wieder in 1. Petrus sagt uns dort, Vers 17, dort ist Tiet, dort hat die Reich Anfang, und Gott sind voll, macht das erste Verkommen. Und wann wir Christen sogar machen gerecht worden, beschreitlich wird das für die gottlose Sünder sein, die Gott sein Evangelium nicht glauben wollen. Und ich sage dort, das Gerecht, das fängt an. Das tut erst du, dort Gott sein Volk, das erste Mal verkommen. Und das liegt dir abhand, dass die Gemeinde erst von du, wo du zum Leben gerät wir aus diesem Pfingstag wir. Und du fängst dann an, wo Gott sein Volk gerecht wird. Wo verschiedene Menschen, die ganze Welt, wird nicht glauben, wo die Menschen, also die Gläubigen, verachten und wo sie die einfach zum Spott bringen. Und da ist gleich auch ein paar andere sehen. Wir wollen das erste Jahr kommen, aber wir schreiten nicht für euch. Denn das wird Gottes nicht horchen wollen und die sich einfach zu sehen wehen. Vers 18 sagt uns dort: Und wann der Gerechter mal knapp bestunden bleibt, wo wird der Gottlose in Sünder zu Stunden kommen? Ich möchte noch einmal klar haben, wann wir uns bekennen aus einem Christ, das wird sagen, der Gerechte wird mal knapp bestunden bleiben. Und dann möchte ich weiten, dass die, was das Evangelium nicht wird gehorchen, nicht wird gehorsam sein, das wird schrecklich sein für den. Und weil wir uns dort zu harten gehen lassen, und weil wir einfach uns ansagen. Und spreche auf ihn deutlich. Du sagst uns dort: Wann der Rechter hier bei ihr ihren Lohn kriegen, wie viel sicherer dann der eure Rechte in Sünder? Also, der Rechter wird hier seinen Lohn kriegen, und der eure Rechte noch sicherer. Der kriegt dort, was er sich verdient hat. Wie den Falsch nähen, den letzten Falsch. Du wehen sollen doi, deine Gott sind wollen lieden, denen, was reicht ist, in ihre Säulen, dem anvertrauen, der an die Märkt hat in Trü ist. Weil wir können wohl nicht denken, sie denken, dort ist nicht reich, wann die anderen Miese unternehmen. Gott lässt das tö, wann es nicht reich ist. Aber Gott lässt das tö, am Säune, er will einmal die Hand checken, nur die, und nur mehr, Säune, wer euch mein Glauben ist, wer meine ich das wirklich? Sehe ich wirklich treu und abrechtig, mit dort bekannt ist, wo ich wieder dachte. Er sagt hier, wir sollen unsere Seelen dem anvertrauen, der uns gemerkt hat, und auch treu ist. Und Psalm 31, Vers 6, sagt uns dort: An deine Hände befehle ich meinen Jess, du hast mir Rat, Herr, du treuer Gott. David schreibt hier: Heilat, das Leiden, wenn wir David sein Leben bekennen können, wie es heute Gott bekennen wird, und er für am Leben wird, er am Deuten wird, er macht sehr viel Leiden. Er macht, wo durch können, wo er nicht leicht wird, aber er sagt trotzdem: Ich leide mein Leben, das ganze den Jess und alles leid in deine Hände, und die Kost wird vermerken. Ich allein kann er nicht. Einmal kein Tipp gefunden für das Ganze hier. Wenn wir in eine Versicherung kommen, wir kommen in einen Tag nennen, wo alles bedreckt wird. Also, du warst verspart, veracht. Wenn es dort du gläubig bist, wenn es dort du treu bist in deinem Leben,
Oder dort wie aus einem Schluss bekannt ist, wer wir dort zu annehmen aus einer Probe von Gott. Seine, wer ich mein Glauben wirklich hast. Dort wird Gott einmal seinen von jedem einen. Er will uns verdurch holen, in uns Glauben reinigen, er will den einfach stärken und er will was erachtet haben. Er will nicht was anerachtet haben. Und du machst wie einmal Hahn und wer wir dort aus ein Geschenk annehmen. Wollen wir noch abschließen und beten. Gerechter Vater im Himmel, wir danken, loben und preisen dir dafür, dass du gestorben bist für uns, dass du gelitten hast für uns. Du bist ein gutes Vorbild für uns, wir können von dir lehren und du sagst, dass wir sollen deine Fußspuren wohnen. Herr Jesus, wir haben betrachtet, dass wenn wir wollen fromm leben, wir wollen ein gottesfreches Leben führen, wir wollen dir nur folgen, dann macht wir mit der Folgung reden. Herr Jesus, wir haben noch gesonnen, dass du was letzter Tag, diese Versetzung wird an uns nahe kommen, um zu sein, wie euch wird meinen. Herr Jesus, help uns, dass wir dort nicht so annehmen, als was bitter geweint wird, sondern als ein Geschenk von dir, dort wie dort derben deine und dort wir uns freien sollen, und dort uns Leben echter wird. Herr Jesus, möchtest du jeden einen helfen, dass wir können stärkt werden an dir, und dass wir deine Fettspuren, wo er Kreuz nur stoppen können. Herr Jesus, ich danke dir dafür. Amen.